Nachdem in der Woche zuvor bereits 19 Kinder aus Buxheim zum ersten Mal an der Heiligen Kommunion teilnehmen durften, waren nun auch die 10 Mädchen und Buben aus der Filialgemeinde Tauberfeld dabei. Gottesdienst in der Kirche St. Martin zelebrierte Pfarrer Armin Hess zusammen mit Domkapitular Alfred Rottler aus Eichstätt. Musikalisch gestalteten den Gottesdienst Sängerinnen und Sänger und Musiker aus Tauberfeld. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, so lautete das dem Johannesevangelium entnommene Leitwort des Gottesdienstes. In seiner Ansprache verdeutlichte und erklärte Pfarrer Hess das Bild vom Weinstock und den Reben. So wie ein Rebzweig verdörrt, der keine Verbindung mit dem Weinstock hat, so kann es auch dem Menschen gehen. Der Weinstock steht in diesem Bild für Christus, die Rebzweige bilden die Gläubigen. Die Kommunion hilft dabei, mit Christus in Gemeinschaft, in Communio und in Verbindung zu bleiben. Was die Früchte darstellen, konnten die Kinder dann selbst einbringen. Eine Rebe, die Frucht bringt, bin ich als Ministerin. Da darf ich Jesus ganz nahe sein am Altar und ihm und dem Priester dienen. Da kann ich zeigen, dass Jesus mir wichtig ist und dass ich mit ihm verbunden sein will. Eine Rebe, die Frucht bringt, bin ich, wenn ich mich in den Gottesdienst einbringe und flüchte oder Gebete spreche. Ich verlerne dann aufmerksamer mit und bin mit Freude dabei. Eine Rebe, die Frucht bringt, bin ich. Wenn ich als Sternsinger die frohe Botschaft von der Geburt Jesu in die Häuser bringe und Geld sammle für Kinder, die in Armut und Elend leben müssen. In den armen Leuten begegne ich Jesus. Eine Rebe, die Frucht bringt, kann ich auf vielfacher Weise sein. Wenn ich teile mit Kindern Not, wenn ich zu Hause oder in der Schule mithelfe oder wenn ich anderen Freude mache. Zur Gabenbereitung brachten die Kinder verschiedene Symbole zum Altar, die sich an der Thematik orientierten. Kommen mit Lauten,
den Altar versammelt, konnten die Kinder die Communio, also die Gemeinschaft, deutlich spüren. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, lautete auch der Titel des Mottoliedes, welches die Erstkommunionkinder schließlich vortrugen.